Hey ho, meine Lieben. Heute habe ich eine Videoverweigerin da, hockt auf der Couch und schaut mir so zu. Was machen wir heute? Wir machen ganz einfach McRib im Burger-Style. Naja, zum Zwiebelschnippeln werde ich sie nachher schon von der Couch ziehen. Aber jetzt ab in die kleine, aber feine Küche. Meine Lieben, ja, ich fange schon mal an, die Handschuhe anzuziehen. Wir haben jetzt hier alles, was wir brauchen, benötigen. Nehmen dann meine beliebte Küchenhilfe. Hallo Manu und mein Engelchen. Boah, schaut die mich gerade böse an. Also, 500 Gramm Hack. Gibt zwei McRib Patties. Ja. Dann habe ich die Joppi-Sauce von Nappi-Sauce. Die Nappi-Sauce wieder. Von wem ist denn die? Steht hier gar nicht drauf. Von Dolly-Sauce natürlich. Ja, dann habe ich den Burgermeister von McAllister. Das hat da sehr gut gepasst. Dann werden noch ein oder zwei Gurken in Scheibchen geschnitten. Die gehören einfach auf so ein McRib-Teil drauf. Ob Burgermeister, ob in Burger-Variante oder normal. Dann haben wir schöne Brioche-Buns. Die werde ich dann auch im Opti-Grill. Ja, wird im Opti-Grill gemacht. Kurz angetoastet. Noch eine zweite Zwiebel. Schauen wir mal, ob wir die brauchen. Ja, und das ist alles, was wir benötigen. Jetzt wird erstmal das Hackfleisch geknetet, gewürzt. Dann mache ich zwei Kugeln draus. Und die werden dann auf dem Backpapier mit der Presse von der Grillshow gepresst. Und dann kann man eigentlich schon den Opti-Grill mit anfeuern. Hackfleisch auf alle Fälle gut durchkneten und gut würzen. Ich glaube, das reicht jetzt. Und das ist eigentlich alles, was wir dazu benötigen. Ja. Reicht eigentlich schon fast die Zwiebel. Die eine Zwiebel reicht, oder? Ja. Also ein Zwiebelchen geschnippelt und dann noch eine Gurke. Normal reicht eine Gurke in Scheiben geschnitten. Wir sehen uns gleich wieder beim Pressen von den Kugeln. Tja Leute, ich habe mal wieder die Cam nicht eingeschalten auf Aufnahme, habe mittlerweile die Patties gepresst. Oh. Naja, Gurken sind geschnippelt, dann können wir die Cam rüberstellen zum Opti-Grill, der ist im Burgerprogramm und scharfes Anbraten ein. Naja. Ihr wisst ja, wie es funktioniert mit den Pressen. Zack, bumm, bisschen drehen und weg. Und gut ist. Und jetzt gehen wir zum Opti-Grill rüber. Jetzt heißt es erst einmal wieder vorheizen, aber da kann ich mich in Ruhe auf die Seite hocken und warten. Der schreit mir dann schon. Es ist soweit, Speisen einlegen. Ja. Bisschen vorziehen. Patties und Fulbu und gleich nochmal Deckel zu, abwarten bis fertig. Dicke wird gerechnet, das ist eben das Geile am Opti-Grill. Wunderbar, Aufnahme läuft, habe ich jetzt selber nochmal geschaut und danach tun wir nur noch ganz kurz eben die Buns auch noch antoasten da drauf. Ich hoffe, dass sie nicht zu platt werden. So, den rosa Punkt haben wir erreicht. Sieht gut aus und gleich sind sie fertig durchgebraten. Und dann können wir die Buns antoasten. Gleich sind wir soweit.
Und dann heißt relativ schnell sein, damit die Buns auch angetoastet werden. Zweimal fange ich hier mit den Unterteilen an. Einfach kurz drauflegen, kurz antoasten. Ja. Will der mich jetzt veräppeln? Mann! So, hallo, manueller Modus, okay. Und hier drehe ich jetzt einfach auf. Ich glaube, das reicht. Ja. Also Buns da drin sind, naja, immer so eine Geschichte. Dann legen wir noch die Oberteile ganz kurz drauf und tun schon mal. Den kann man eigentlich jetzt schon ausschalten. Und gehen schon mal mit der Cam rüber zum Zusammenbauen. Ich hole die Buns schon wieder raus. Das reicht. Oh Gott, sind die flach geworden. Oh Gott, die sind ja total flach. Oh, macht nichts, da kann man es leichter essen. So. Unterseite Joppi Sauce. Nappi Sauce. Nappi. Joppi ist was ganz was anderes. Oh Gott. Auf alle Fälle muss es eine herrliche Sauerei geben beim Essen. Ja. Und die Soße wirkt hier gleich noch mit als Kleber. Damit wir noch ein paar Zwiebeln draufbringen können. Hier kommen jetzt die Gürkchen drauf. Ich glaube, da hätte eine Gurke doch fast gereicht. Also für mich gehören einfach die Gürkchen drauf. Und dann ertränkt man das Ganze nochmal in der Nappi-Sauce. Ja, mein Engel, das muss eine herrliche Sauerei geben. Das gehört so. Wie das letzte Mal. Jo. Schön flach geworden. Süß. Deckel drauf und fertig sind sie. Dann kann man das Ganze auf einen Teller legen. Und dann probieren sich irgendwie in die Schnute zu stecken. Bitte schön, das ist deiner. Dankeschön. Und genau das mache ich für euch jetzt vor der Cam. Ja, und so einfach ist ein McRib in Burger-Style. Gar kein Problem, kann wirklich jeder nachmachen. Und mit einem Opti-Grill ist schon gleich gar kein Problem. Und ich denke, mit so einem 250 Gramm Patty reicht es eigentlich auch schon als Mahlzeit. Und gut, dass da unten der Teller steht. Geil.
die Nappi-Sauce Pasta. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Die Nappi-Sauce von Dolly Sauce passt da hervorragend dazu. Was aber auch noch super dazu passt, wenn man McRib machen will, ist die Bohemian Rib Sauce. Die passt da nämlich auch sehr gut dazu, aber ich habe mich jetzt heute für die Dolly oder von Dolly entschieden. Und ich esse jetzt das Teil in Ruhe auf und nachher sehen wir uns dann mit Manu zum Fazit. Bis gleich. So Leute, dann kommen wir noch zum Fazit. Ja, treten Sie mal näher hier. Hallo. Leute, das ganze Gerät war richtig, richtig geil mit der Nappi-Sauce. Ja. Wobei ich aber sagen muss, die McAllister-Soße kommt noch näher an McRib, an den McRib hin. Das nächste Mal, wenn ich McRib-technisch was mache, nehme ich auf alle Fälle wieder die McAllister-Soße. Was aber jetzt nicht heißt, dass die Nappi-Soße nicht gut ist. Die war auch gut. Ja, die war sehr lecker. Der ganze Zusammenbau, ganz einfach, ganz simpel und genauso lecker, als wenn man was geholt hätte von dem gewissen goldenen M. Ja, oder? Ja, genau. Ja, und zwar sogar noch besser, reichhaltiger. Ich bin satt von dem Teil jetzt erstmal. Ich bin auch satt geworden. Und das Bann, dass das so platt war, habe ich jetzt eigentlich als von Vorteil empfunden, da man das Teil dann wirklich schön essen konnte und nicht noch ja, so viel Bann hatte. War ja im Prinzip genau dieselbe Menge, nur eben platt gedrückt. Jo. Das war mein Fazit. Deins? Wunderbar hat's geschmeckt. Dann ist recht. Ja. So. Und jetzt warten wir ab, was wir als nächstes machen. Ich habe noch keinen Plan. Hast du schon einen? Nein. Ja, dann machen wir uns einen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschaikowski. Tschüss. Däumchen nach oben und nettes Kommentar. Würde uns freuen. Ciao.